Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sengoku Dynasty. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Das habe ich schon in einem anderen Let's Play gemacht. Ich muss mich hier auch nochmal entschuldigen an der Stelle. Es tut mir wirklich leid. Es sind jetzt, glaube ich, 3 Tage. Kann schnell schauen von der Lautstärke. Passt aber. Ich glaube, es sind jetzt 3 Tage hintereinander keine Folgen gekommen. Oh, ich muss wieder kurz Ding aktivieren. So. Genau, 3 Tage hintereinander keine Folgen gekommen. Das lag daran, dass hier gerade ein wenig Chaos war, ein wenig chaotisch bei mir alles war. Hat mit einem Jobwechsel zu tun, hat ja, normal arbeiten und sowas. Jobwechsel. Zudem, ja, muss ich jetzt andere Arbeitszeiten, dies, jenes. Jetzt bin ich auch noch krank und lag da jetzt auch noch flach und. Deswegen, es könnte auch sein, dass hier und da vielleicht mal ein klitzekleiner Schnitt ist. Das liegt dann einfach daran, dass ich gerade vielleicht den übelsten Nies- oder Hustanfall gekriegt habe und euch das ersparen möchte. So. Nee. Aber ansonsten, jetzt geht's wieder wie gewohnt weiter. Ich bin echt nicht mehr hinterhergekommen. Das war gerade alles ein wenig sehr viel. Das tut mir wirklich leid. Sollte auf jeden Fall nicht nochmal vorkommen. Also ich gucke da schon. Also ich möchte eigentlich schon gucken, dass regelmäßig Folgen kommen. Und ja, jetzt nehme ich wieder auf. Jetzt geht's weiter. Was ich gesehen habe, ich habe liebe Kommentare bekommen, danke dafür schon mal, wo ich auf ein paar Sachen hingewiesen worden bin. Und das finde ich ganz cool, weil ich wusste das echt nicht. Ich habe ja keine Ahnung, so wie ich das hier permanent beweise. Und das ist ja auch mein erstes Dynasty-Spiel, was ich ja hier spiele, also Medieval Dynasty und sowas, habe ich ja nie gespielt. Sollte ich vielleicht auch mal machen irgendwann. Genau, mir wurde zum Beispiel gesagt, und da habe ich gar nicht drauf geachtet, das ist mir gar nicht so aufgefallen, das werde ich mir jetzt auch gleich mal angucken, dass wenn ich Bretter hier herstelle, ja mehr bekomme. Beziehungsweise, nee, warte mal, das ist der Hobel, oder? Nee. Nee, ist der Sägebock, doch, ja. Und wenn ich hier Bretter herstelle, bekomme ich mehr, hieß es. Das möchte ich mal kurz testen, das will ich mal kurz sehen. Also ich glaube das Kommentar definitiv schon mal. Also so ist es nicht, ne? Also ich will hier niemanden unterstellen, dass er mich hier belügt. Warum auch? Aber ich finde es interessant. Ich habe wieder was gelernt. Das freut mich. Genauso wurde ich darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, bei den Baustellen Leute zuzuweisen. Das ist mir mittlerweile ja dann auch schon selber aufgefallen. Trotzdem danke für das Kommentar auf jeden Fall. Immer her damit mit solchen Kommentaren. Vielleicht fällt mir sowas doch mal irgendwann nicht auf und dann ist es ganz cool, wenn mich einer darauf hinweist. So. Bretter. Jetzt könnte ich die herstellen. Der würde 3 Bretter da draus machen. Aha. Sehe ich richtig, oder? So, wenn ich jetzt gucke. Jetzt habe ich natürlich einen Haufen Bretter dabei, ne? So. 2024. Aha. Entschuldigung, mit meiner Nase. Ich versuche es zu vermeiden, hier irgendwelche Schnief- und Rotzgeräusche zu machen. Gelegentlich passiert das allerdings mal. So, wenn ich das jetzt mache. Ne, mach erstmal nur ein. Ich will mal gucken, wie viel dabei rumkommt. Entschuldigung. Was heißt eigentlich? Entschuldigung, es ruckelt. Nein, jetzt habe ich 2 gemacht. Ich honk. Nee, habe ich nicht. So. Doch, habe ich. Habe ich nicht? Habe ich? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt 6. Ha? Die waren vorher nicht da. Also, wir haben, ich vermute, 3 aus einem gemacht. Wenn ich den jetzt dahin schmeiß. So. Und dann. Das ist das falsche Werkzeug. Mann. Du Dödel. Was machst denn du? Ich hab das Ding nicht mehr. Oh. Ja, das müssen wir beheben. Ja, ich baue mal eben schnell. So. Das packe ich mir auf die 6. So, dann mache ich einmal so.
Jetzt habe ich Rinde auf jeden Fall erhalten. Und wenn ich dann nochmal so mache. 29. 9. Jetzt habe ich auch 3. Hm. Aber. Jetzt habe ich mehr bekommen, ne? Aber es lag vielleicht daran, dass der irgendwie dicker war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das muss ich nochmal in Ruhe testen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Für das Kommentar. Oder die Kommentare, es sind ja mehrere gewesen. So, wie sieht's denn hier drin eigentlich aus? Ja, grausig bis ganz schlecht. Ich schmeiß gerade mal das ganze Zeug da rein. Bis ich so ungefähr weiß, was ich eigentlich machen will heute. Ich habe noch nicht so wirklich einen Plan. Wir haben Winter. Soweit, so gut. Wir könnten noch eine Hütte bauen, dass wir noch ein paar Leute rekrutieren können. Das sollten wir eigentlich auch, glaube ich, machen, ne? Beziehungsweise. Ja, doch. Wir haben ja hier noch viel Platz. Ich müsste auf jeden Fall die Steine hier wegkloppen. Das kann ich eigentlich schon mal machen. Jetzt sag mir aber nicht, nee, die Stahlspitzhacke haben wir da noch. Das ist dann die Eisen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht die gute Stahlspitzhacke kaputt machen. Hier verschwenden für die ollen Steine, die hier rumstehen. Nee, dann bauen wir hier noch irgendwie ein, zwei, vielleicht zwei große Wohnhäuser. Dann hätten wir noch mal vier, hätten wir noch mal vier Leute mehr. Das wäre ja schon mal gar nicht verkehrt. So. Für die Leute, die sich wundern, dass ich jetzt eben gerade so viel Rinde und Stöcke und was weiß ich im Inventar vielleicht hatte. Liegt daran, ich bin hier schon ein bisschen rumgelaufen. Musste gerade noch warten, bis mein Essen fertig ist. Wollte die Aufnahme deswegen noch nicht starten. Dann bin ich ein bisschen rumspaziert. Und habe einfach mal ein paar Sachen eingesammelt. Das kann man hier auch mal so zwischendurch machen. Das muss nicht. Ja. Bitte. Wie geht's dir? Ja, beehren Sie mich doch bald wieder, der Herr. Hockt er sich da hin und, ja, ne? Falsch. So. Machen wir aber schnell was zu essen für uns. Und ja, genau. Genau, ich bin ein bisschen, bisschen am Sammeln, bin ein bisschen rumgelaufen, habe ein paar Sachen eingesammelt. Und das muss ja nicht unbedingt eine Aufnahme sein. Das ist jetzt nicht so spannend. Vor allem habe ich ein bisschen Rinde gesammelt, weil ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Rinde ist gut zum Handeln. Ich muss aufhören damit. Die gute Rinde. So, ich habe noch ein paar Eier auf der neuen. Aber wir müssen mal weg von dieser Eierdiät, ne? Das ist ja fürchterlich. Komm, packen wir mal da die guten Gurbo-Wurzeln drauf. Nee, auf der 4 war es so. Gut, dann hacken wir mal munter weiter. Dass wir hier Baufläche kriegen. Das blöde Zelt ist halt im Weg, ne? Da muss ich halt gucken, wie ich das mache. Am besten ziemlich nah ans Zelt dran.
Ja gut, das kann ich eigentlich, den Stein kann ich eigentlich da lassen, der ist ja egal. Da komme ich eh nicht drum rum. Ich kann, glaube ich, schlecht ihr Zelt platt machen. Ich könnte es versuchen, ich könnte mit der Axt drauf einschlagen. Aber, ja, weiß nicht. Weiß nicht, ob das so eine coole Idee ist. So, der Baum, der hat es doch auch schon hinter sich, oder? Der hat seine beste Zeit auch schon rum. So. Wie sieht's aus? Die Büsche, ja, die kann ich aber platt machen, oder? Der kaputte Zaun. Den hauen wir auch mal weg. Und dann schauen wir doch mal. Ich möchte hier hinten eigentlich ein bisschen Fläche lassen. Ich würde hier ganz gerne hier so ein bisschen Felder oder sowas machen. Ich weiß halt nicht, ob das hier geht. Das werde ich erst erfahren, wenn es zu spät ist, wenn ich alles zugebaut habe, wahrscheinlich. Nee, das werde ich wahrscheinlich erst erfahren, wenn wir die nächste Stufe erreicht haben. So, Gebäude. Wohngebäude. Ein großes Haus kann ich leider noch nicht bauen, dann bauen wir Standardhäuser. Rotier. Ah, das mit der Übersicht, mit dem Überblick ist auch ein bisschen schwierig hier, ne? Hier würde gehen. Ah, ist die Hitbox vom anderen Haus, glaube ich, im Weg. So. Ja, was meint ihr? Geht, oder? Oh, ich muss mit meiner Nase aufpassen. Guck mal, der muss noch weg. Erstmal wieder dran gewöhnen, wo die Werkzeuge liegen. So. Der Baum muss weg. Ästchen. Häuser. Standardhaus. Würde das? Ja, da hänge ich noch im anderen Haus hinten drin, ne? So. Da würde ich vielleicht so zwei Häuser machen. Aber hier ein großes Haus, da hätten wir dann. Da kann man hier so zwischendurch laufen. Das passt sogar eigentlich ganz gut. Und dann hätten wir hier zwei Häuser. Ich meine, das ist alles krumm und schief. Aber im Großen und Ganzen. Wären hier so zwei Häuser eigentlich schon ganz cool. Da könnten wir hier doch so ein bisschen was hinbauen. Vielleicht braucht man irgendwie so ein kleines Gebäude hier oder so. Beziehungsweise hier würde ich vielleicht irgendwie so ein, ja, so ein Farmhaus oder irgendwas. Oder ich weiß nicht, was es da gibt. Und dann hier irgendwie Felder anlegen. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich lasse die, glaube ich, einfach mal so, wie die hier sind. So, was brauche ich denn? Holzstamm. Ja, da habe ich nicht so viele von. Davon haben wir leider nicht so viele. So. Dann gucken wir mal. Ich habe einen ganzen Haufen Steine, wie ich sehe. Auch Steine kann man sehr gut handeln, habe ich gehört. Warum habe ich so viel Eisen in der Tasche? Was habe ich gemacht? Ich leide an Gedächtnisschwund. Ich weiß nämlich überhaupt nicht mehr, was ich zuletzt gemacht habe. So. Erstmal die Taschen ein bisschen leer machen. Ah, ein paar. Ah, wie hole ich gleich? Moment.
Meißel habe ich noch. Aber mit dem konnte ich nichts anfangen aktuell, ne? Ja. Jetzt schmeiße ich hier rein, schmeiße noch ein bisschen davon was hinterher. Keine Ahnung. Den Rest nehme ich mal mit. Beziehungsweise. Das schmeißen wir mal hier rein. Ich habe hier ein bisschen Essen dabei. Das sollte reichen. So, dann brauche ich wieder Steine. Die ich gerade so schön weggeräumt habe. Ich nehme mal zwei Stacks mit. Dann hole ich mir meine Stämme. Beziehungsweise die will ich gar nicht nehmen, die sind gut. Das sind so gute Stämme. Die möchte ich eigentlich gar nicht nehmen. Das sind gute. Ich weiß nicht, ob man die später noch irgendwie. Ein paar Bretter kann ich schon mal mitnehmen. Ob man die später noch irgendwie für irgendwas Bestimmtes braucht. So. Dann hole ich mir doch einfach ein paar Stämme. Da gehe ich doch einfach selber Holz hacken. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich erkältet bin, aufs Übelste, und überhaupt nichts höre, weil ich den mega Druck auf dem Ohr habe. Also auf dem linken Ohr höre ich gar nichts mehr, auf dem rechten noch so ein bisschen. Aber Spiel kommt mir heute sehr, sehr ruhig vor, sehr, sehr leise. Aber vielleicht täusche ich mich auch, ja? Vielleicht liegt es an mir. Hallo Hirsch, was geht ab? Ah ja, nehmen wir auch mal mit. Ja, und ich weiß, wir haben noch das andere Dorf. Unser zweites Dorf, was ich da errichtet habe. Hä? Was wir da hingestellt haben. Also die Glocke zumindest haben wir mal errichtet. So alles. Das würde ich aber ein bisschen später erst angehen wollen. Aktuell würde ich erstmal hier an unserem aktuellen Dorf weitermachen. Ich glaube, sonst bin ich noch mehr überfordert. Ich übersehe jetzt schon einiges und vergesse einiges. Wenn ich jetzt noch ein zweites Dorf gleichzeitig anfange, dann vergesse ich auch noch, was da passiert ist. Ja. Also wenn das mal bei uns einigermaßen läuft und die Einwohner und die machen alle und so, dann können wir uns auch auf das zweite Dorf stürzen und konzentrieren. Und dann können wir untereinander Handel treiben. Unsere Dörfer. So, wie sieht's denn aus? Ja, zwei Stämmchen würden noch reinpassen, das ist nicht so viel. Dann gehe ich mal nach Hause. Ja, das mit der Tastenbelegung muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Ja, und am Trockengestell hieß es zu mir, da könnte man auch schneller das Gras machen, also Stroh besser gesagt. Da bekommt man auch mehr raus. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Das können wir auch gleich mal testen. Wir nehmen jetzt mal hier einen ganzen Haufen mit. Und dann machen wir diese Trockengestelle, die ich da habe. Ich glaube, die habe ich. Ich habe ja, glaube ich, zwei hingestellt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue gleich nochmal. Und dann gucken wir mal, dass wir das da machen. Vielleicht kriegen wir echt ein bisschen mehr raus. Das wäre natürlich super. Das wird auf jeden Fall schon mal ein bisschen Arbeit und Zeit sparen.
Da mache ich direkt vor Freude einen Sprung. So, wie sieht's aus? Bisschen geht noch. So, muss reichen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Auf in der Heimat. Aus der Bahn, Hirsch. Ich kann nicht bremsen. Nein. Wir werden kollidieren. Kollidieren? Doch, doch, kollidieren ist richtig, ne? Jump. Ich sollte hier aufpassen mit dem Springen, ne? Das kam das letzte Mal nicht so gut. Die Eier sind bisher nicht neu gekommen, ne? Ja, du bist so ein Assassine, ey. Die Eier sind bisher nicht neu gekommen, ne? Ja. Da muss ich nochmal gucken. Wo hatte ich denn? Hier, wo hatte ich denn? Mal gerade schnell schauen hier. Da hatte ich. So. Gras hinzufügen. Oh. Das geht wirklich erstaunlich schnell. Das ist nice. Oh, vielen Dank für den Tipp. Ja, das ist auf jeden Fall stressfreier. Einfach reinpacken und gehen. Und der Rest macht sich von alleine. Das ist nett. Sowas mag ich ja, wenn sich Sachen von alleine erledigen. So. Böse Zungen würden jetzt behaupten, ich bin faul, aber nee, ich sehe das anders. So. Dann bauen wir mal die erste Hütte hier. Ja, mit seiner Ausdauer ist so, da müssen wir noch dran arbeiten, ne, Kollege. Bisschen Ausdauersport machen, bisschen joggen gehen. Komm, wir testen Reflexe. Komm her. Ach, schade, geht nicht. Ja, ich wollte sie nicht angreifen, ich wollte Reflextest machen. Das macht man doch so mit Hammer irgendwie so aufs Knie oder Vorschlaghammer, einmal feste drauf und gucken, wenn man zuckt, dann ist alles okay. Wenn nicht, dann ist man wahrscheinlich schon tot. So. Ich sollte kein Arzt werden. Oh, die Ausdauer. Bin gespannt, ob es später irgendwas gibt, das die Ausdauer ein bisschen hoch macht. Ah, das war aber knapp, junge Dame. Hey, die fast mit dem Hammer das Gebiss bearbeitet. Nein, die Bretter sind alle. Hier kann ich noch ein bisschen. Und da sind noch die Stämme alle. Jetzt brauche ich Nadelbaumbretter, ne? So. Hier sieht mir sehr nadelig aus. Seid ihr Nadelbäume? Doch, ihr seht sehr nadelig aus. Aber ich gehe nach da oben. Ich hole mir die Bäume da oben. Erstmal Füße waschen. Im Winter. Oh, voll geil, ey. Im Winter bis zu den Knien durch den Fluss watschen. Mm.
Das stärkt die Abwehrkräfte. Scheiß auf Actimel und den ganzen Mist. Ne. Einfach Eisbaden. Das wäre so gar nicht meins, ne? Also Eisbaden, ich weiß nicht. Überhaupt kein Interesse dran. Ich weiß nicht, warum ich mir das antun sollte. Mir einen abzufrieren. Freiwillig. In so einem Eisloch. Ne. Also ich bin nicht so kälteempfindlich, aber Eisbaden. Boah, nee. So, komm, die nehmen wir noch mit. Oder? Ah, wobei, Taschen sind voll. Da macht's wenig Sinn. Aber da. Aber wenn ein paar Eier mitkommen. Wenn wir schon mal hier sind. Gut. Ich habe echt das Gefühl, das Spiel ist heute leiser als sonst. Ich finde ich sonst irgendwie so ein bisschen Musik oder sowas im Hintergrund? Oder höre ich die gerade einfach nur nicht? Es sind wieder ein paar Updates gemacht worden. Also eins zumindest. Es sind ein paar Sachen geändert worden wieder, glaube ich. Ich finde es ganz cool, dass die da so dran sind. Naja, die Folge ist gleich rum. Zur nächsten Folge gucke ich mal, woran es liegt. So, warte mal. Bevor ich jetzt... Naja, wobei ich brauche gleich eh wieder Stämme, ne? So. Dann flitzen wir mal ganz kurz noch an den Sägebock. Entrinden die da oben. Und machen Bretter da draus. Ich mache das jetzt einfach mal da oben. In der Hoffnung, dass ich dadurch einfach mehr erhalte. So. Entrinden. Mach doch mehrere, Junge. Mach doch einfach. Warum immer so kompliziert? So. Und dann mache ich Bretter. Da können wir gleich noch mal ein bisschen Stroh holen und da noch ein bisschen was nachlegen. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So langsam wird's doch was. So, und dann gehen wir gleich noch mal ein paar Leute rekrutieren hier, ne? Ein paar Leute ranbringen, dass wir hier Berufe verteilen können. Das können wir schon mal. Habe ich kein Gras mehr? Ah, aber nicht 10, aber keine 100 Stück oder wie? Aber kann ich das nicht dazufügen? Okay. Warum kann ich denn... Ich habe 7 Gras. Ist das zu wenig? Muss ich da wirklich exakt 100 haben oder wie? Ah, aber Moment, ich brauche mindestens 10, ne? Weil das ein 10er Stacks raushaut. Hm. Ja, okay. Naja. Mhm. Ja, komm, das machen wir noch fertig. Das hat ja super funktioniert. Was fehlt mir? Ein Stamm. Ja. Ja, da war ja was. So ein Hammer ist sehr teuer. Da war was. Ich schnapp mir jetzt einfach mal den Baum hier hinten. So.
Komm, Energie. Plumps. Ja, ich mich verarschen. Da wäre ich mit Rückwärtssalto runter. Ja, eigentlich nicht, aber. Man kann sich auch anstellen. Erinnert mich so ein bisschen, das Spiel erinnert mich so ein bisschen von der Fallhöhe, ha? Mit dem Fallschaden hier. So ein bisschen an Witcher 3. Da war das ähnlich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ah, genau, dass ich den Hammer jetzt auswählen konnte. Das ist, glaube ich, ein Ding, was sie neu eingeführt haben. Das ist richtig cool. Das, vorher musste ich immer, wenn ich einen Hammer dann gebaut habe, dann musste ich ihn wieder nehmen und musste mir erst wieder auf die 8 setzen. Jetzt habe ich einfach auf die 8 gedrückt und er hat ihn automatisch wieder ausgewählt. Also er hat ihn automatisch dahin gepackt, auf die 8 schon. Das finde ich ganz cool, dass sie das eingeführt haben. Es war mal ein bisschen lästig, dass man das dann wieder neu platzieren musste. Aber wie gesagt, ich feiere das eh, dass die da wirklich so dran sind, dass die sich dahinter klemmen und sagen, okay, das und das ist bemängelt worden, das und das ist aufgefallen, das ist nicht gut, das ändern wir. Das mag ich, das gefällt mir sowas. So. Die Schlafmatte noch. Hopp, hopp. Dann noch das Feuer und gleich noch die andere Schlafmatte. Dann sind wir hier fertig. Dann kann ich die Folge auch beenden. Mein Gott. Du und deine Ausdauer, Junge. Also der tut so, als wäre der schon, keine Ahnung, 96 oder so. So, fertig. Die Hütte steht. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.